Ich sehe, es sind die üblichen Verdächtigen fast vollzählig versammelt. Und von dort her haben wir alle schon einen relativ guten Hintergrund, weil bei diesen Spaziergängen haben wir ja immer wieder auf die Wechselbeziehungen zwischen Wetzikon und dem regionalen und dem globalen Rahmen hingewiesen. Heute wollen wir das Ganze mal sozusagen im Gesamtsystem ein bisschen anschauen. Wir tun aber immer wieder auch die Sicht abbrechen auf den lokalen Rahmen. Wenn wir jetzt das Ganze genau anschauen, dann kommt man für das Stadtsystem Wetzikon zu keiner sehr günstigen Bewertung. Und von dort her ist das Potenzial für Anregungen und Ideen natürlich riesig. Wir gehen von der Perspektive sozusagen aus dem Weltraum auf das ein, was jetzt global läuft und schauen, was davon lokale Ausprägungen sind. Wir schauen mal kurz anschauen, was ist eigentlich das Wichtige, also um ein System, wie man so schon sagt, wir reden vom System Erde und dann kommt noch etwas ganz, ganz furchtbar Schwieriges, nämlich der Begriff Nachhaltigkeit, wo wir einfach halt müssen kurz anschauen, obwohl schon ganze Bibliotheken darüber geschrieben worden sind. Also, von dort her ist es eigentlich ein völlig unmögliches Unterfangen, das wir heute Abend miteinander machen, aber vielleicht hilft es ja doch, zum Sein oder das andere verbessern zu verstehen oder einmal gewisse Sachen in einem anderen Zusammenhang anzuschauen. Das Bild hat jetzt auch ein bisschen, ist vom Eindruck her ein bisschen schwach, einfach weil der Bildschirm so klein ist. Was man hier sieht, ist das Weltall. Das Weltall ist wahnsinnig gross und schwarz. Und es hat fast nichts drin, soweit wir das heute wissen. Die Ausdehnung, die Größe des Weltalls hat jemand gerade eine Ahnung. Unendlich trifft es für menschliche Verhältnisse auf jeden Fall. Es sind 95 Milliarden Lichtjahre. Wie stellt sich das vor, wie so eine Art eine Bowlingkugel oder eher ein dicker Diskus? Und der größere Durchmesser sollte eben 95 Milliarden Lichtjahre sein. Ein Lichtjahr, das ist allen bekannt, das sind 300.000 Kilometer mal 3.600 mal 24 mal 365. Und das Licht ist ja relativ schnell. Allein von der Sonne bis zu uns braucht das Licht 8 1/3 Minuten. Also von dort her ist ein Lichtjahr auch schon unendlich und 95 Milliarden davon sind noch mal viel unendlicher. Also es ist ein ungeheure, ein schwarzer Raum. Was außen ist, wissen wir schon gar nicht. Und in diesem schwarzen Raum taucht dann irgendwann, wenn man viele Millionen Jahre durchreist, dann irgendwann einmal so etwas Kleines, Blaues auf. Und wenn man dann näher schaut, sieht das so aus. Das ist also unsere Erde mit einem Durchmesser von 6400 Kilometern. Und wir haben eine Atmosphäre, die so zwischen und die Luft noch einigermaßen dicht ist, 20 Kilometer. Das ist also wahnsinnig wenig. Und das, wo wir uns bewegen, ist ja die Oberfläche. Das ist auch die sogenannte Biosphäre mit einem bisschen Atmosphäre. Das ist eine Schicht, die dünner ist als eine Äpfelhaut von einem grossen Buskorb. Da, wo wir also wirken, das ist eine ganz, ganz dünne Schicht auf so einem ganz, ganz kleinen Planet, allein weiter weg im Weltall. Jetzt habe ich etwas vergessen. Wenn wir jetzt den Planet, nehmen wir mal an, es passiert ihm irgendetwas, dann könnte man ja sich vorstellen,
Es hat ja noch viele andere Planeten im Weltall. Auch das sind nicht nur Millionen, wir rechnen mit Milliarden von Planeten. Das Dumme ist nur, die meisten sind entweder zu klein oder sie sind zu gross, dann haben sie zu grosse Anziehungskraft oder zu wenig. Sie sind zu nahe an einem Stern, dann ist es zu heiß, oder sie sind zu weit weg, dann ist es zu kalt für uns. Und darum tut man die ganzen Planeten, die man beobachtet, einteilen in solche, wo man könnte möglicherweise auch leben, wir als Menschen. Das sind dann die habitablen Planeten. Und im Sommer vom letzten Jahr hat die NZZ freudestrahlend sozusagen verkündet, dass man jetzt einen von diesen habitablen Planeten ganz in der Nachbarschaft gefunden hat. Der ist Proxima Centauri B, heisst der auf astronomisch, und der ist nur 4,2 Lichtjahre von uns weg. Das klingt jetzt noch echt, eben nachbarschaftlich und so, 4,2. Wenn man das aber gerade ausrechnen und wenn man überlegt oder rechnet, wie man mit der schnellsten heute bekannten Rakete dort ankommen, dann bräuchten wir etwa 92'000 Jahre. Und dann wären die ersten dort. Und möglicherweise bräuchte es dann ein Retourbillett, weil es vielleicht dort doch nicht so toll ist. Sie wissen, die Entwicklung der Menschheit, wir rechnen heute den Homo sapiens sapiens, der ein bisschen unverdientermassen so heisst, da rechnen wir die Entwicklungszeit höchstens 200'000 Jahre. Also von dort her ist das einfach sozusagen auch unendlich weit weg von uns. Es ist technisch heute nicht machbar. Wir können einfach nur darauf hoffen, dass wir irgendwann, so wie es in diesen Weltraumserien einmal vorgeführt wird, so etwas wie ein Beamen oder Warpgeschwindigkeit und solche schöne Sachen können entwickeln, weil dann wären wir natürlich die einzige Nutze. Aber vorläufig müssen wir uns da auf dieser Welt mit diesen Problemen umeinander schlagen und müssen versuchen, sie zu lösen, dass es für alle möglichst gutes Leben gibt. Jetzt wollen wir schauen, was alles passiert. Ich meine, ihr alle leset Zeitungen. Ich tue jetzt nur darum, relativ kurz zusammenfassen, was da so geht. Das sind einmal die wichtigsten Megatrends in Bezug auf die Umwelt. Es gibt natürlich noch andere, aus anderen Aspekten, aber das sind einmal die wichtigsten. Wenn wir die Bevölkerungskurve anschauen, nur seit 1700, dann sehen wir so den klassischen Verlauf von einer Kurve, die zuerst exponentiell läuft, sich dann noch ein bisschen abflacht. Aber gleich, wir haben vor 2000 Jahren etwa 250 Millionen Einwohner gehabt und wir sind jetzt doch so um die 8 Milliarden. Es ist so, dass viele Staaten nicht mehr so den Überblick haben, wie viele Leute bei ihnen leben. Das ist vor allem in grossen Schwellenländern der Fall. Und wir haben immer noch ein Wachstum von ein Wachstum, wo eine Verdopplungszeit bedeutet, ungefähr von 35 Jahren. Das heisst, wenn die heutige Wachstumsrate beibehalten wird, dann haben wir in 35 Jahren, also 2057 wäre das, hätten wir dann doppelt so viel wie heute. Das einfach nur mal als Zahl. Und wir schauen einmal so schnell, wie das in der Schweiz aussieht. Das ist die Kurve von 1300 bis 2020. Wir sind 8,5 Millionen in der Schweiz. Und wie man sieht, sind wir vor 700 Jahren
sind wir eine halbe Million gewesen. Das heisst, wir haben da auch ein eigentlich exzessives Wachstum. Wenn wir in der Natur sonst gerade schauen, bei ähnlich grossen Säugetieren, dann gibt es keine einzige Art, die ähnliche Populationszuwachsrate hat. Es ist natürlich so, dass das verschiedene Gründe hat. Ein wesentlicher ist natürlich die Lebensmittelproduktion. Die Lebensmittelproduktion tut das Wachstum ermöglichen. Das gilt jetzt nicht nur für uns in der Schweiz, das gilt für die gesamte Weltbevölkerung. Und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Meistens liest man ja in den Zeitungen, dass die Lebensmittelproduktion müsse gesteigert werden, um die wachsende Weltbevölkerung können zu ernähren. Das ist falsch, weil Beziehung genau auf den Kopf gestellt wird. Es ist so, dass die Lebensmittel sind eine ganz wichtige Voraussetzung, dass die Population überhaupt wachsen kann. Die wachsen nicht einfach so, sondern wenn es weniger Nahrungsmittel hat, dann wächst eine Bevölkerung, ob das jetzt Hirsche sind im Engadin oder ob das Menschen sind auf der Welt, eben nicht mehr. Und nur solange sozusagen ein Überschuss an Lebensmitteln rum ist, kann eine Population zunehmen. Das, da kommen wir dann nachher noch mal kurz auf. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Lebenserwartung. Wenn wir schauen, noch vor 150 Jahren, vor 150 Jahren erst, ist die Lebenserwartung bei uns nur die Hälfte gewesen. Also insofern hat sich für uns sehr vieles verbessert, führt aber natürlich dann auch dazu, wenn die Leute länger leben, dass dann auch die Bevölkerungszahl natürlich höher hochgeht. Und das ist gerade heute in den Medien gewesen. Wir haben im letzten Jahr einen Rekord gehabt, der seit dem 72 nicht mehr erreicht worden ist. Die Geburtenrate sind in den letzten 30 Jahren deutlich zurückgegangen, sind jetzt aber seit etwa 4 Jahren wieder recht stark am Steigen. Und es ist natürlich klar, in der Schweiz haben wir ein anderes Verhältnis als weltweit. Wir haben viele Wanderbewegungen und wir haben eben ein höheres Lebensalter. Wir haben Überversorgung mit Lebensmitteln und anderem, wo man für den materiellen Wohlstand braucht. Wenn man die Witzige schaut, das ist die 5000er Linie, ich glaube, ich komme so weit. Kann man es überhaupt lesen? Beat, von hier, kann man es lesen? Oh, Entschuldigung, wenn ich dich gestört habe. Ja. Nein, wenn man da schaut, dann sehen Sie da auch praktisch einen ähnlichen Kurvenverlauf, wie wir es vorher bei der Kurve der Weltbevölkerung gesehen haben. Und das ist jetzt nur die Stadt Wetzikon. Die Stadt Wetzikon weist also, ein, muss man sagen, biologisch gesehen, ein exzessives Bevölkerungswachstum auf. Wie man sieht, dass jedes Jahr hat es etwa 500 Leute mehr, 500 bis 600 Leute. Vorher haben Sie noch die Zahl gesehen von den Geburten. Das war weit über 80'000 gewesen. Das ist dreimal Wetzikon mehr. Das heisst, es müsste, wenn alle den gleichen Lebensstandort haben, müsste mindestens dreimal Wetzikon jedem Jahr gebaut werden, einfach nur damit die zusätzlichen Leute Platz finden. Das heisst, Bevölkerungswachstum heisst nicht nur Bevölkerungswachstum, es heisst auch Zunahme von der entsprechenden Infrastrukturen und Zunahme vom Konsum, Zunahme vom Energieverbrauch und. Die Verdopplungszeit Zwitziken beträgt im Moment 34 Jahre. Das heisst, im Jahr 2056, also einfach wenn man das, die Kurve mathematisch ganz gewöhnlich weiterführt, wären wir dann halt 50'000 und nicht 25'000.
Dann das, was die meisten wahrscheinlich am besten kennen, weil da am meisten darüber geschrieben wird im Moment. Es ist ja gerade der neue Klimabericht vom IPCC herausgekommen. Die Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung ist sicher eine Tatsache, das ist auf jeden Fall bewiesen. Man kann noch ein bisschen darüber streiten, in welchem Ausmaß die Menschheit mit ihren Aktivitäten dazu beiträgt. Da sieht man, was da so grün ist. Das sind die natürlichen Faktoren und rot ist der Teil, wo man die menschlichen Aktivitäten zuordnen kann. Es gibt also sehr starke Anzeichen, dass tatsächlich die Menschheit für den jetzigen Klimawandel, für die jetzige Klimaerwärmung verantwortlich ist. Das ist sozusagen das, was Leid ist. Aber gleichzeitig ist das ja auch die Chance, weil das bedeutet ja, dass wenn wir das verursacht haben, dann könnten wir sozusagen das auch wieder auf die eine oder andere Art zurücknehmen. Also, die Folgen sind ja vielfältig. Das hat sich in den letzten 50 Jahren schon deutlich gezeigt. Also wir haben in der Schweiz nicht nur überdurchschnittlich hohe Durchschnittstemperaturen im Vergleich zu der weltweiten Erwärmung. Also bei uns tut sich das Klima schneller erwärmen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir halt viele Berge haben und pro Kilometer haben wir mehr Masse sozusagen an der Oberfläche als Holland beispielsweise. Und die Masse kann mehr Energie aufnehmen und das führt dazu, dass in den Alpen zum Beispiel die Erwärmung noch mal höher ist als bei uns im Mittelland. Hat natürlich Folgen und da kommen wir jetzt auf einen Punkt, wo für viele Phänomene gilt, die Folgen kommen nicht sofort. Das ist nicht wie eine Tür, die zugeht. Das ist nicht wie eine Explosion oder wie jemand, der tot umgeht. Das sind langsame Entwicklungen. Das sind Entwicklungen, wo sich der Mensch sozusagen daran gewöhnen könnte, weil wir natürlich von unserer Biologie her eine Wahrnehmungsfähigkeit haben, die im Wesentlichen aufs Jetzt und Heute eingerichtet ist. Wir sind biologisch sind wir immer noch Jäger und Sammler. Das heisst, wir müssen links und rechts schnell sehen, bewegt sich irgendwo etwas, etwas Gefährliches, etwas, das wir als Beute packen können. Gibt es eine Beere, die rumhängt und so weiter. Das sind so Sachen, die man muss wissen. Man muss wissen, wo hat es im letzten Jahr noch Haselnüsse gehabt und so weiter. All das sind, auf das ist unser Wahrnehmungsapparat ausgerichtet. Der ist übrigens auch nicht darauf ausgerichtet, dass man zwei Stunden lang zu Abend zusammenhockt und einen Vortrag hört. Darum ist das eine ganz besondere Leistung. Aber das ist wirklich ein Problem, die Wahrnehmungsfähigkeit, weil nämlich solche Sachen, wie jetzt die Klimaerwärmung, sich sehr langsam entwickeln und so, dass man eigentlich unmerklich sich immer wieder ein bisschen daran anpasst. Da das Beispiel vom Pizol-Gletscher. Das Bild ist von 2010. Im letzten Sommer hat es ein medienbeachtetes Ereignis gegeben. Es ist nämlich in Pizol oben eine Beerdigung hat stattgefunden. Die Beerdigung vom Pizol-Gletscher, der ist nämlich vollständig verschwunden. Und das Eis, das wir da noch vor 12 Jahren hatten, das ist auch weg. Es war einer der kleinen Gletscher in der Schweiz und darum ist das natürlich auch einer von denen, die am schnellsten verschwindet. Ja, noch etwas zu den Daten. In der Schweiz gibt es die längsten Messreihen von Gletschermessungen. Es gibt in der Schweiz auch sehr lange Messreihen von meteorologischen Beobachtungen. Und solche Messreihen sind ganz, ganz wichtig,
weil die sozusagen eben unsere beschränkte Wahrnehmungsfähigkeit erweitern. An diesen Messreihen sieht man nämlich noch schnell, wenn man 100 Jahre lang misst, dann sieht man die Veränderungen sehr gut. Wenn ich nur ein Jahr schaue oder zwei Jahre, dann sehe ich das praktisch nicht. Und Witzig hat übrigens auch sehr lange eine Meteostation gehabt, die fast traditionell von den Sigristen von der reformierten Kirche bedient worden ist. Seit 4 Jahren haben wir aber keine Meteostation mehr zu Witzigen. Also Sie können zwar eine Meteostation Witzigen im Internet anwählen, aber das ist eine, die sozusagen gerechnet wird und keine, die gemessen wird. Da sind wir im Berner Oberland, der Aletschgletscher. Wenn man da vergleicht, das ist die Länge, das ist doch ein ganz markanter Rückgang in der Länge auf 40 Jahre gesehen. Und da kommt dazu, dass nicht nur die Länge maßgebend ist, sondern auch die Eismasse. Das wird häufig unterschätzt. Und wer zum Beispiel schon früher im Tödigebiet unterwegs war, der hat sieht heute Felsen, die zu seiner Jugendzeit noch 50 bis 80 oder noch mehr Meter unter dem Eis waren. Und das ist auch eines der aktuellen Probleme des SAC mit seinen Hütten. Weil die Hütten, die früher, wenn das der Gletscher ist, sind die Hütten da gestanden und man hat dann für die Skitouren oder Bergtouren hat man gerade aus den Hütten können über den Gletscher und dann auf Gipfeln rauf. Das ist heute an vielen Orten nicht mehr so. Die Hütten ist immer noch da, aber der Gletscher ist da unten. Und dann müssen sie an vielen Orten dann mühsam zuerst über die Moräne durch auf den Gletscher, dass sie dann überhaupt wieder raufkommen und sie müssen die Höhenmeter einmal oben, einmal rauf machen und am Nachmittag, wenn sie zurückkommen, das Gleiche nochmal in der umgekehrten Richtung. Das heisst, viele Bergtouren sind viel anstrengender geworden. Im Alter merkt man das besonders, weil die Berge ja auch immer höher werden. Aber das Entscheidende ist, dass da die Masse massiv zurückgeht. Und das hat jetzt, das ist nicht nur eine Folge sozusagen von dieser Erwärmung, sondern es ist selber wieder ein Faktor dafür, dass die Erwärmung verstärkt wird. Wenn die Gletscher gross sind, schneebedeckt sind, dann wird der grösste Teil vom Licht wieder zurück in die Atmosphäre rausgeschickt und tut die Erde nicht erwärmen. Je kleiner der Gletscher ist, umso grösser ist die Energieaufnahme, die Wärmeaufnahme in diesem Gelände. Wenn man sich das vorstellt, wenn der Gletscher früher da oben war, hat er mindestens die doppelte Oberfläche gehabt und hat entsprechend auch doppelt so viel Energie wieder zurückgeschickt und die ist dann nicht bei uns als Wärmefaktor vorhanden gewesen. Das heisst, der eine Effekt löst häufig noch andere aus, die dann sich wieder verstärkend auf das ganze Problem auswirken. Ein weiterer Punkt ist Biodiversität. Das ist auch wieder so ein wahnsinnig schönes Wort. Sie kennen alle verschiedene Bäume, verschiedene Tiere, Vögel und so weiter und so fort. Das sind alles einzelne Arten, wie der Biologe sagt. Jetzt haben wir auf der Welt, wir wissen nicht einmal, wie viele Arten von Lebewesen das es auf der Welt gibt. Also alle Wissenschaftler zusammen wissen das nicht. Wir rechnen im Moment mit 10 bis 12 Millionen Arten. Es gibt Biologen, die sagen, es gibt 20 Millionen oder noch mehr. Spielt auch keine Rolle, wir kennen sie eh nicht. Wir kennen maximal 2 Millionen Arten und von den meisten können wir die auch nur rein systematisch in eine bestimmte Schublade tun. Wir wissen dann nichts über die Ökologie, wir wissen nichts über die Wechselbeziehungen und so weiter und so fort. Das sind die Arten. Das heisst, von denen wissen wir eigentlich noch relativ wenig. Dann innerhalb von jeder Art ist das so wie innerhalb von uns.
Jeder von uns hat eine andere genetische Ausstattung. Und die Vielfalt von dieser Ausstattung gehört auch zur Biodiversität. Und dann gibt es noch ganz, ganz unterschiedliche Lebensräume. Ob das jetzt so ein urbaner Raum ist, wie da außen, oder eben der Aletschgletscher, den wir vorher gesehen haben, oder ein Mangrovenwald in Sambia oder sonst neben. Es gibt tausende von verschiedenen Lebensräumen. Auch diese verschiedenen Arten zählen zur Biodiversität. Und dann kommt noch ein vierter Punkt, das sind Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Arten und Lebensräumen. Was man auf dieser Kurve sieht, ist einfach die Kurve des Niedergangs. Meistens ist alles, was mit Menschen zu tun hat, mit Verbrauch, mit Abfallproduktion und so, das sind die Kurven, die so hochgehen. Und alles, was mit natürlichen Ressourcen zu tun hat, mit Arten und so weiter, die Kurven machen meistens den. Das heisst, die Differenz wird tendenziell grösser. Der WWF tut zusammen mit der IUCN, das ist die Naturschutzorganisation von der UNO, regelmäßig alle Daten über Biodiversität zusammentragen und daraus wird dann zusammen der globale Living Planet Index gebildet, wo man eben sieht, dass seit man angefangen hat, den zu beobachten oder den zusammenzurechnen, hat der eine negative Tendenz. Wir haben bei uns in der Schweiz, wenn wir hier schauen, in der Schweiz, das sind jetzt die Artenanzahl. Nur die Hälfte ist sozusagen ungefährdet von unseren Pflanzen und Tieren und Pilz. Und die Hälfte, ein Teil ist schon ausgestorben, der ist faktisch auch schon ausgestorben. Wenn man beispielsweise in den wissenschaftlichen Publikationen schaut, dann ist der Laubfrosch zum Beispiel am Pfäffikersee noch vorhanden. Er gilt also unter vier Kategorien. Die Tatsache ist aber, dass wenn wir Populationen haben, jetzt eben von Wirbeltieren beispielsweise, wo nicht mehr als 500 Exemplare sind, dann tut durch Inzuchterscheinungen und durch Prädation, also das, was dann die Räubertiere wegnehmen, wird die Population, hat sie keine Überlebenschance und wird mittelfristig aussterben. Das heisst, also konkret kann man hier die sind sozusagen schon mit Grau auch übermalt. Wir haben also einen grossen Teil von unseren natürlichen Arten sind gefährdet und wir haben auch die Hälfte von der natürlichen Lebensräume sind gefährdet, weil wir in der Schweiz praktisch alle wasserorientierten Lebensräume ganz massiv zurückgefahren haben. Wir haben in den letzten 200 Jahren 90% von allen Feuchtgebieten trainiert, wir haben 95% von allen Flussgewässern verbaut und so weiter und so fort. Über die genetische Vielfalt von unseren Arten ist sehr wenig bekannt und bei den ökologischen Wechselbeziehungen gilt das genau gleich. Das ist das Beispiel Vorkommen vom Laubfrosch. Und da, einfach, dass man da schnell versteht, es werden regelmäßig Kartierungen gemacht. Das heisst, Spezialisten gehen raus ins Feld, gehen schauen, sind die Arten rum, wie und was und wo. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich nicht jeden Quadratzentimeter absuchen kann, ob sich da eins von diesen gesuchten Tierchen oder Pflänzchen versteckt. Sondern man tut einmal das Untersuchungsgebiet in ein Raster einteilen von bestimmten Quartiereinheiten. Das können 5x5 Kilometer sein oder 10x10 Kilometer. Und wenn innerhalb von dieser Einheit
eben eine Art gefunden wird oder eine Brut von einer Vogelart nachgewiesen wird, dann gibt es da so einen Punkt. Das heisst, ob da 100 von denen vorkommen oder eine, es gibt den gleichen Punkt. Und da hat man erst relativ spät gemerkt, dass das nicht ganz lange, nämlich immer dann, wenn man einen relativ hohen Anteil an geförderten Arten hat, dann müsste man auch wissen, wie viele sind in der Einheit vorhanden. Und das ist natürlich sehr viel mehr aufwendiger, als einfach zu schauen, findet man einen oder nicht. Und in der Schweiz haben wir den Vorteil, dass man zum Beispiel bei den Vögeln und bei den Sommervögeln relativ lange Beobachtungszeiten haben. Das heisst, wir können auch wieder über lange Zeitreihen vergleichen, wie, wo, was. Wenn ich euch jetzt würde vorlesen, was im Raum Wetziger Pfäffikersee in den letzten 60 Jahren an Arten alles verschwunden ist, dann müsst ihr jetzt 5 Minuten lang wieder nur Tier- und Pflanzenarten hören. Die bekanntesten, zum Beispiel der Brachvogel, der grosse Brachvogel und Bekassine, das sind zwei Vögel, die ich in meiner Jugend, den Brachvogel habe ich gerade nicht mehr erlebt, aber die Bekassine habe ich eigentlich noch fast als Normalvogel im Oberhausen gesehen. Die ist aber seit 1992 gibt es auch keine Brut mehr. Ähnlich ist es zum Beispiel mit dem Gartenrötel, wo noch lange im Gebiet Bächelacher brütet hat und dann aber, weil die Hochstammobstgärten verschwunden sind, dann auch keine Brutmöglichkeit mehr hatte. Eine von den ersten, die wirklich festgestellt hat, dass die Menge an Tierarten massiv verschwindet, ist die usonische Biologin Rachel Carson gewesen. Sie hat 1962 ein ganz berühmtes Buch geschrieben, The Silent Spring. Und sie hat nachgewiesen, dass die flächenhafte Anwendung von DDT als Insektizid, vor allem so auf den Baumwollfeldern, dazu geführt hat, dass eben nicht nur der spezifische Schädling von der Baumwollpflanze abgetötet worden ist, sondern einfach überhaupt alle Insekten. DDT ist ein generelles Insektizid, das alles gerade umbringt. Es hat grundsätzlich durchaus sein Anwendungsgebiet, zum Beispiel in einem Haus oder so. Dumm war dann nur, dass man am Anfang nicht gewusst hat, dass sich das auf den Mensch eben krebserregend auswirkt. Und wo man dann das gewusst hat, ist es dann noch sehr lang gegangen, bis die Politik reagiert hat. Und die Politik hat in der Schweiz dann doch irgendwann reagiert, hat die Anwendung von DDT verboten. Was aber nicht verboten worden ist, ist die Produktion und der Verkauf von DDT ins Ausland, vor allem auf Afrika und auf Asien. Und da hat man gedacht, wir können sozusagen im Schicksal da ein Schnippchen schlagen. Aber das Dumme ist, das ganze das DDT, das geht in die Umwelt, es geht in die Tiere rein, es geht vor allem ins Fettgewebe von Tieren. Und wenn wir dann beispielsweise Fisch aus dem Ozean haben, dann hat es dort DDT drin. Und auf die Art kommt es dann teilweise wieder zurück. Und das zeigt auch wieder als Beispiel, dass Stoff, wo wir in die Umwelt ausbringen, wenn die eben relativ stabil sind, dass die sich dann über viele, viele Wege, wo man manchmal gar nicht so genau weiß, verteilen und halt irgendwie dann mit irgendwelchen Stoffströmen wieder zurückkommen. Rachel Carson hat übrigens gesagt, und das hat sie 1962 bei einem Treffen mit dem damaligen Präsident John F. Kennedy gesagt, sie hat gemeint, dass sie in ihrer Generation müssen zu neuen Übereinkünften mit der Natur kommen. Und zwar nicht darum, um die Natur sozusagen zu beherrschen, sondern um eben zu zeigen, dass der Mensch als kulturell höchstehendes Wesen imstande ist, sich sozusagen zu integrieren.
Das hat es für Ihre Generation gesagt, da sind zwei weitere Generationen über die Welt gegangen und ich glaube, der Satz ist immer noch aktuell. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Entwaldung. Das ist jetzt also, wir können fast meinen, es sei das Morgenlicht, das da schön durch den Urwald scheint. Es ist aber eine Brandrodung, die in Gang ist. Und die Brandrodung ist jetzt nicht nur, wie man so meistens sieht, im Amazonasgebiet der Fall. Überall, wo Sie rot sehen, da sind aktuell, das ist, muss man schauen, welchem Tag ist das gewesen, am 27. Februar von diesem Jahr. Das ist ja der Vorteil der Satelliten. Ich kann jederzeit alle Bilder schön zusammenfassen und schauen, wie es aussieht. Und man sieht, dass von der Berichterstattung könnte man fast meinen, in Amazonien sei am meisten los. Tatsache ist aber, dass in Zentralafrika, Südindien und in Südwestasien noch viel größere Flächenbrände vorhanden sind. Wir haben im Ganzen eine Waldfläche von 150 Millionen Quadratkilometer auf der Welt. Und jetzt muss ich ganz schnell nachschauen. Wo haben wir da? Ah, da, genau. Und von diesen 150 Millionen Quadratkilometer sind vor 10.000 Jahren etwa 60 Millionen, 62 Millionen rechnet man, sind Wald gewesen. Heute haben wir noch 40 Millionen, das heisst, weltweit ist ein Drittel verloren gegangen. Und der aktuelle Jahresverlust entspricht der Fläche von 7-mal die Schweiz. Jedes Jahr verschwindet netto auf der Welt so viel Wald wie 7-mal die Schweiz. In der Schweiz selber ist das ja ein bisschen anders. Wir haben von unseren 41.000 Quadratkilometer. Da war vor 10.000 Jahren noch nicht viel an Wald herum, weil erst vor 15.000 Jahren Gletscher zurückgeschmolzen sind und sich dann der Wald erst entwickelt hat. Aber vor etwa 5.000 Jahren ist 95% von unserer Landesfläche ist mit Wald bedeckt gewesen. Heute sind es noch 10, das ist jetzt fast ein bisschen defektistisch. 24. Wie viel? 24. 24, ja, kommt das auch schon in Nerven, fühlt ihr jemand mit? Gut, es sind im Moment 31%. Und der Wald ist in einem verhältnismäßig guten Zustand. Vor 300 Jahren haben wir katastrophale Verhältnisse gehabt. Wir hatten erstens sehr viel weniger Waldfläche gehabt und der Wald ist wirklich am Raubbau zum Opfer gefallen, weil wir dort noch keine Kohle gehabt und schon gar kein Öl. Und wir haben sich nur über Brennholz versorgt. Und die Bevölkerung ist auch schon gewachsen und hat darum einfach die Wälder geplündert. Und erst mit dem eidgenössischen Forstgesetz von 1872 hat man das bessert, weil man dort gesagt hat, Wald ist und bleibt Wald. Und wenn Wald gebraucht wird für irgendetwas, dann muss er am anderen Ort flächengleich aufgeforstet werden. Und damit sind wir doch dann relativ schnell wieder auf einen Wert von etwa 26% gekommen. Die letzten 5% sind in den letzten 60 Jahren etwa zugewachsen, im Wesentlichen im Voralpengebiet, wo Landwirtschaftsflächen aufgegeben worden sind. Im Mittelland mögen wir den Waldanteil knapp heben. Es gibt immer wieder Infrastrukturprojekte, die Wald brauchen und eigentlich müsste der Wald in näher räumlicher Situation wieder aufgeforstet werden. Vielfach geht das aber nicht und dann wird er halt weiter weg aufgeforstet und so haben wir eine Verteilung, die den Wald aus dem Mittelland eher ein bisschen verdrängt und richtig Alpen schiebt. Dann zu der Landwirtschaftsfläche. Weltweit übrigens nochmal ist es so, dass wir jedes Jahr 12
1000 Quadratkilometer Landwirtschaftsfläche verlieren. Das heisst, meistens durch Degradation, einen kleinen Teil durch Überbauung. Es sind also riesige Flächen, die jedes Jahr auf unserem Planet netto verloren gehen. In Zwetzigen haben wir etwas ganz Spezielles. Für all diese Sachen schaut man ja statistisches Material anschauen. Und da haben wir im Kanton Zürich verschiedene Möglichkeiten. Auch der Bund tut Daten zur Verfügung stellen. Da sehen wir jetzt zwischen 1985 und 2015, also über 30 Jahre, eine leichte Abnahme vom Anteil. Also vor fast 40 Jahren haben wir noch 44% Landwirtschaftsfläche gehabt und vor 3 Jahren waren es noch 38% gewesen. Das ist einigermaßen glaubhaft. Ups, jetzt. Entschuldigung. Jetzt fehlt etwas. Aha, ja, da. Wenn wir jetzt nicht beim Amt für Raumplanung fragen, sondern bei der Landwirtschaft, dann sieht die Situation interessanterweise in Zwetzigen anders aus. Wir haben wieder 1985 und dann 2020 und da haben wir eine leichte Zunahme. Sie haben ja etwa noch ein bisschen Ahnung, wie es Zwetzigen aussieht. Und von dort her kann man sich jetzt ein bisschen überlegen, woran das könnte liegen. Es ist aber klar, das eine gibt sozusagen die Realentwicklung wieder und das andere ist eine administrative Angelegenheit, die wir jetzt aber nicht weiterverfolgen wollen. Bei der Landfläche haben wir in der Schweiz die Situation, dass seit 60 Jahren im Durchschnitt 1 Quadratkilometer, meistens Landwirtschaftsland, zu Siedlungsfläche umgewandelt wird. Also Gebäude, Straßen, irgendwelche Infrastrukturen und so weiter. Wir sind nach wie vor, trotz aller raumplanerischen Bemühungen, bei einem Verbrauch von 1 Quadratmeter pro Sekunde. Die blauen Gemeinden, das sind die Gemeinden, die viele Zweitwohnungen haben. Und zwar mehr als 20% vom Bestand sind Zweitwohnungen. Jetzt schauen wir mal 3 Beispiele an. Andermatt ist sicher bekannt wegen Herrn Saviris. Da sehen wir auch gerade den Einfluss. Das ist die Anzahl der Gesamtwohnungen, blau. Orange sind Zweitwohnungen und man sieht, es sind massiv sehr viel mehr Zweitwohnungen gebaut worden als normale Wohnungen. Das steht eigentlich im Widerspruch zum Zweitwohnungsgesetz, das wir ja vor 10 Jahren angenommen haben. Schauen wir eine andere Gemeinde an, Lenzerheide. Dort war der grosse Boom mit den Ferienhäusern natürlich in den 50er und 60er Jahren gewesen. Im Moment wird da nicht mehr sehr viel zugebaut. Man sieht, innerhalb von 10 Jahren ergänzen sich relativ kleine Veränderungen. Und dann gehen wir natürlich noch auf Wetzikon schauen. Da sieht man, dass die Anzahl Zweitwohnungen sind unter 10% und es hat sich da auch nicht im Verhältnis eigentlich nichts geändert. Wir haben vor 10 Jahren 8% gehabt, haben jetzt 9% Zweitwohnungen. Also irgendwie ist Wetzikon im Moment weniger attraktiv als Andermatt für Zweitwohnungen. Aber es ist natürlich klar, die Menge an Zweitwohnungen tut natürlich Land verbrauchen. Zu all diesen Häusern müssen Strassen geführt werden, es müssen Versorgungsleitungen geführt werden, es muss der Abfall können entsorgt werden, das Abwasser und so weiter. Die Leute, die dort sind, und das ist ja dann, die Zweitwohnungen sind meistens nicht an der Autobahn, sondern dort, wo es schöne Hütchen hat oder wo man Terrasschen hat oder so, die brauchen natürlich dort auch Lebensmittel und so weiter. Dann zum Thema Umweltverschmutzung.
das ist ein bisschen sozusagen wie aus der Mode gekommen in den Medien. Aber es ist natürlich so, Umweltverschmutzung findet nach wie vor in sehr grossem Umfang statt. Nur bei uns in der Schweiz ist es etwas weniger sichtbar als noch vor 50 Jahren. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war das mit der Verschmutzung noch nicht einmal ein so grosses Problem gewesen, weil bei den Abfällen beispielsweise hat es kaum kritische Abfälle gegeben. Also es hat kaum giftige Abfälle gegeben oder Abfälle, die dann schwierig gewesen sind im Umgang. Das hat sich in den letzten 50 Jahren massiv geändert mit dem Aufkommen von der Kunststoff, vom Plastik. Und wir brauchen heute einen Haufen Stoff. Wir haben zum Beispiel Uran im Kunstdünger drin, der auf jeden Acker ausgebracht wird. Das ist auch eine Form von Umweltverschmutzung. Und was eben auch noch wichtig ist, zum Beispiel bei unserem Kunstdünger hat es ganz viel Phosphor drin. Und der Phosphor, der tut sich leicht ans Wasser binden. Der schwemmt dann also, weil man meistens zu viel Kunstdünger ausbringt, schwemmt der Teil, der nicht gebraucht wird, über die Flussgewässer schlussendlich ins Meer und die Meere werden dort überdüngt. Das heisst, auch da haben wir wieder einen Stofffluss von einem Ort und das ist ja eigentlich ziemlich eine verrückte Sache. Der Bauer zahlt den Dünger, der ist nicht billig, aber in seinem Betriebsmodell funktioniert das eben, wenn er viel düngt, also eigentlich mehr als er sollte. Das rentiert sich sozusagen, aber am Schluss landet dann ein grosser Teil im Meer und führt dort zu Überdüngung. Andere Sachen, beispielsweise viele Schadstoffe, die in die Luft gehen, bleiben sehr, sehr lange in der Luft und tun sich dann über Jahrzehnte durch die ganze Atmosphäre verbreiten. Das heisst, bei vielen Stoffen spielt es gar keine Rolle, wo sie in die Umwelt ausgebracht werden, weil sie sich dann über lange Zeit über die ganze Erde verteilen. Die Urbanisierung, auch das ist ein wichtiger Megatrend, weil nämlich in den Städten viele Umsätze schneller laufen, weil die Leute mehr verbrauchen, weil sie vor allem in den Städten viel mehr verschwenden als in den ländlichen Gebieten und weil in der Stadt zum Beispiel Abfälle sehr konzentriert anfallen und dann auf einen relativ kleinen Bereich außerhalb von dieser Stadt verbreitet werden. Man sieht hier grau, die dunklen Punkte ist der Zustand 1950 und der violette, der hellviolette Teil ist dann der Zustand heute an Bevölkerung. Und man sieht da eigentlich sehr gut, wo die Hauptwachstumszentren sind von der Urbanität. Da haben wir also mal da die Ostküste von der USA, da die Westküste und interessanterweise sind sehr viele Küstengebiete, da auch in ganz Indien, in Asien, die grössten Städte wie Tokio, Greater Area, haben Einwohnerzahlen von 36 bis 38 Millionen Menschen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn wir jetzt ein paar von diesen grossen Städten in die Schweiz holen. Paris hätte da Platz, Berlin, London, New York, Barcelona. Könnte man eigentlich alles gut in die Schweiz einpacken. Das heisst, dass Einwohnerdichte in vielen Zentren sehr, sehr viel höher ist als bei uns je in irgendeiner Stadt. Aber das ist auch klar, wenn Sie in der Tagesschau schauen, wenn Sie zum Beispiel Hongkong oder Singapur sehen, dann haben Sie dort, sieht man eigentlich fast nur immer die Skyline mit diesen Hochhäusern mit 50 und 70 und noch mehr Stück. Da warten wir ja 20 Jahre immer noch drauf. Das Dumme ist, auch noch bei der Urbanisierung, dass die meisten Küstenstreifen relativ fruchtbare Gebiete sind, also gute Böden haben.
und dass das Wachstum von den meisten von diesen Städten eben auf fruchtbaren Böden stattfindet. Das ist bei uns auch nicht anders. Wer ins Glanerland schaut oder ins Oberengadin, der sieht, dass die Siedlungen zur Hauptsache in der Ebene sich ausbreitet und in der Ebene, dort ist in den Bergen das einzig fruchtbare Land und das wird dann schnell überbaut. Ähnlich ist die Situation in vielen anderen Regionen der Welt auch. Dann ist als letzter Megatrend, der für die Umwelt entscheidend ist, eben noch die Militarisierung. Zum einen sind das natürlich die konkreten Konflikte. Wir haben jederzeit auf der Welt, je nachdem wie man es kategorisiert, haben wir zwischen 50 und 200 kriegsähnliche Situationen, Regionen, wo solche gewalttätigen Auseinandersetzungen betroffen sind. Das ist eine Karte, die zeigt, wie das im Jahr 2018 beurteilt worden ist. Es ist also doch, es sind erschreckend viele und grosse Gebiete, die von kriegerischen Auseinandersetzungen beherrscht werden. Die einen, wenn man Zentralafrika seit dem belgischen Kongo anschaut, zum Teil seit 200 Jahren, gibt es dort eigentlich nur kriegsähnliche Zustände. Muss man sich mal vorstellen. Das sind 8 Generationen, die nur kriegsähnliche Situationen kennen. Dann habe ich da noch einen Vergleich gemacht von den Militärausgaben und den Umweltausgaben. Im Moment sind ja die wieder kräftig am Steigen. Für das Jahr 2020 haben die Wissenschaftler geschätzt, dass etwa weltweit 2 Billionen pro Jahr ausgegeben werden. Das ist jetzt sicher überschritten. Das sind dann wieder, wenn wir es in Anteil vom Bruttosozialprodukt anschauen, nicht sehr viel, 2,3%, aber mengenmäßig natürlich unglaublich viel. Es ist im Moment so, dass das gesamte Sprengpotenzial, das auf der Welt lagert, würde lange, um die Welt 15 Mal in die Luft sprengen. Also wir sind vorbereitet, wenn da irgendwelche Aliens kommen, dann haben wir da kein Problem. Wenn wir allerdings auf uns selber zurückgeworfen sind, dann ist das ja eher ein bisschen erschreckend. Wenn wir da dazu die Umweltausgaben anschauen, dann sind die weltweit natürlich erschreckend klein und in der Schweiz auch noch, es ist ein Viertel von der Militärausgaben, die für Umweltschutz ausgegeben wird. So, jetzt sind wir am Ende von der Liste von diesen ganzen verschiedenen Megatrends, wenn man das alles sozusagen zusammennimmt und anschaut, dann kommt man darauf, dass in verschiedener Hinsicht sozusagen planetarische Grenzen, die der Planet Erde kann physisch leisten kann, in verschiedenen Bereichen bereits überschritten sind. Das heisst, beispielsweise bei der Biodiversität, dass ich mir schon sicher außerhalb von einem stabilen Kurs bei den Stickstoff und Phosphor habe ich vor, das ist vor allem Landwirtschaft mit der Düngung. Da sind praktisch weltweit der grösste Teil der Gewässer sind eutrophiert, sind überdüngt und können darum auch ihre natürlichen Funktionen nur noch beschränkt erfüllen. Die Versauerung von den Ozeanen, das ist etwas, was uns in der Schweiz natürlich kaum auffällt, weil wir da eben, weil das mit dem Spruch nieder mit den Alpen freie Sicht aufs Mittelmeer hat ja nicht so funktioniert. Wir sehen noch keine Ozean. Und trotzdem ist es so, dass das für uns auch eine Lebensgrundlage ist, auch für uns in der Schweiz. Und durch den höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre versauert der Ozean. Und wenn das eine bestimmte Menge erreicht hat, eine bestimmte Konzentration,
dann werden die kein CO2 mehr können aufnehmen und dann haben wir die Erhöhung in der Atmosphäre noch schneller beim gleichen Ausstoß. Aber seit man das misst, seit 1960, geht der Gehalt an CO2 steigt linear und tut, keine Konferenz hat bisher an dem etwas geändert. Ja? Ich verstehe die Grafik nicht. Was heisst grün, gelb, orange und so weiter? Sehr gut. Mutig, dass jemand fragt. Grün ist der Bereich, wo wir uns sozusagen bewegen können, ohne irgendeine Gefahr zu riskieren. Gelb ist der Bereich, gelb und orange ist der Bereich, wo man sagen muss, da könnte es kritisch werden. Und alles, was drüber ist, da ist man ziemlich sicher, dass das massiv schädigend ist und dass das sozusagen auch, wenn wir die Erde als Kapital anschauen oder das System Erde als Kapital, dass das eben die Leistungsfähigkeit von diesem System tut massiv beeinträchtigen. Und das Unscharfe ist, man weiß es einfach nicht, oder? Da hat es viele Sachen, wo man einfach nicht genau weiß. Also beispielsweise bei gefährlichen Substanzen. Beim DDT weiß man es, aber DDT setzt man ja schon seit 70 Jahren ein. Bei vielen anderen Stoffen, die ständig neu in der Produktion eingesetzt werden und irgendwann dann in der Umwelt landet, weiß man es einfach schlichtweg nicht. Das ist der Punkt. Also wir haben verschiedene Bereiche. Ich habe es vorher bei der Biodiversität gesagt, auch dort ist es so. Wir wissen über viele Tier- und Pflanzenarten, außer dass wir einen Namen haben dafür und wissen, wo wir sie im System versorgen müssen, wissen wir nicht sehr viel. Oder? Also das ist natürlich ein grosses Problem. Auch beispielsweise, wenn ich jetzt nochmal auf den Ozean zurückkomme, in der Tiefsee. Die Tiefsee ist ungefähr so unbekannt wie die Mondoberfläche. Das heisst, wir wissen erstaunlich wenig über das Leben, das dort unten ist, über die Bedingungen, über die Entstehung, über die Entwicklung und so weiter. Und das ist eigentlich schon recht erstaunlich, wenn wir schauen, wie wir sonst so vorwerfen. Ja. Jetzt kommen wir zum Thema von den Systemen. Und da wird es ein bisschen kompliziert, weil die Systeme sehr, sehr unterschiedlich sein können. Wenn wir vom System Erde reden, dann müssen wir uns bewusst sein, das ist eine menschliche Kategorie. Und Natur ist nicht so eine. Natur ist Natur und wir probieren sie zu verstehen, indem wir quasi Modelle machen. Und manchmal gibt es so schnelle Ereignisse wie eine Lawine. Manchmal gibt es aber auch Situationen wie Räuber-Beute-Beziehung. Da haben wir zum Beispiel die Hase, da ist der Fuchs. Und wie ihr seht, die Hase nehmen zu und dann verschoben nehmen die Füchse zu. Und dann hat es so viele Füchse, dass die Hase abnehmen und so geht das die ganze Zeit hin und her. Das heisst, Systeme können sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Und das ist etwas, wo wir es schwer haben, um das wahrnehmen. Weil viele Systeme laufen relativ gleichmäßig. Also die Sonne, Belichtung am Tag, das ist relativ einfach zu erfassen. Wir sagen zwar immer noch, die Sonne geht auf, dabei ist nur die Erde, die sich dreht und die Sonne macht eigentlich noch gar nichts. Aber das ist ein Vorgang, der eigentlich jeden Tag gleich vorkommt. Es gibt aber auch ähnliche Situationen, zum Beispiel in einer Truthahn-Population in den USA vor Thanksgiving. 3 Monate lang werden die jeden Tag gefüttert und die denken, super, immer am Morgen gibt es Morgen und ich habe es schön und überhaupt. Und der eine kommt das vielleicht dann irgendwann ein bisschen komisch vor und sie fangen an zu überlegen, geht das immer so weiter? Und die Mehrheit meint aber, komm, das ist alles lässig, super, wie es geht und so und ich bin noch fast satt von gestern. Und auf einmal kommt dann der Tag, wo dann alle aufs Förderband
geschmissen werden. Also das heisst, viele Systeme sind sozusagen, und da muss man jetzt sich vorstellen, wir sind vielleicht auf einer anderen Bewusstseinsebene, aber grundsätzlich diesen verschiedenen Systemen ähnlich ausgeliefert wie die Truthähne. Und das führt dazu, dass wir immer wieder Sachen falsch einschätzen. Zum Thema Nachhaltigkeit. Ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Nachhaltigkeit. Ja, kann auch Spass machen, sicher. Vielleicht nicht unbedingt auf die Art. Ihr wisst ja, in der Schweiz, die meisten Fahrzeuge, die verkauft werden, die werden immer grösser und schwerer und toller und überhaupt. Dummerweise lassen sie auch immer mehr CO2 hinten raus. Und darum haben jetzt alle Firmen angefangen, das sind alles Elektromobile. Da könnte man meinen, ja, ist alles wunderbar. Aber es ist natürlich so, sie sind immer noch gross, sie sind immer noch schwer, sie brauchen wahnsinnig viel Energie. Und sie brauchen gleich viel Platz auf der Straße, sind genau gleich gefährlich. Oder mindestens, wenn man sie nicht so gut hört. Sie brauchen genauso viele Ressourcen oder noch etwas mehr. Zum Teil auch kritische Materialien, bestimmte Schwermetalle, wo wir bei den Batterien noch nicht so genau wissen, woher und wohin mit. Das heisst, mit der Nachhaltigkeit ist es eben nicht ganz so einfach. Und die Probleme sind recht gross. Das Beispiel Lebensmittel haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Wir haben viel zu viele Lebensmittel. Das gilt jetzt nicht nur in der Schweiz, ist es extrem. Weltweit ist es auch ziemlich schlecht. Wir haben in der Schweiz eine Verlustrate, wie wir alle Schritte von der Produktion über die Transport, Verarbeitung, Handel und dann Endverbraucher anschauen. Wir sind weit über 50% mit der Lebensmittelverschwendung. Wenn wir jetzt nur auf der Stufe Haushalt würde ich schauen. Wo man sagt, im Durchschnitt ist das so, in der Schweiz wird ein Drittel weggerührt. Und wir hatten letzten Sommer die Abstimmung gehabt über Trinkwasser-Pestizid-Initiativen und da ist gesagt worden, man muss das ablehnen, weil sonst Lebensmittel zu teuer werden. Bio-Lebensmittel sind im Durchschnitt, sagen wir mal, 30% teurer. Das könnte man so über alles annehmen. So, jetzt ist es so, Konsumentinnen kaufen, Konsumenten auch, 100%. Da davon so viel kaufen sie und zahlen sie. Und ein Drittel vorrühren sie weg, ohne dass es gebraucht wird. Und dann kommt noch dazu, dass die Menge, die verbleibt, ist das Doppelte von dem, was sie eigentlich bräuchten. Das führt nämlich dazu, dass 40% der Bevölkerung in der Schweiz übergewichtig sind. 40%. Das heisst, eigentlich bräuchten wir nur ein Drittel. Wenn wir diesen ein Drittel 30% teurer würden zahlen, dann kommen wir mal auf 40% von dem, was wir jetzt ausgeben. Und wir geben anteilsmäßig vom Haushaltsbudget schon sehr wenig aus. Das heisst, die Schweiz hätte sich das locker können leisten. Im Gegenteil, es hätten Leute noch Geld eingebracht. Die Bauern hätten mehr verdient, weil weniger Handel dabei gewesen wäre und. Wir hätten weniger Umweltschäden gehabt, durch weniger Dünger, durch kein Pestizid etc. etc. Trinkwasser wäre günstiger geworden. Es hätten eigentlich etwa 99,9% der Bevölkerung profitiert. Und das ist jetzt wieder das Modell sozusagen von der Nachhaltigkeit. Wir müssen eigentlich von dem ausgehen, was die Erde leisten kann. Dann können wir uns organisieren, gesellschaftlich, und dann können wir einrichten, wie wir da wirtschaften. Wenn wir das alte Modell noch von 1987, wo immer noch umgeistert, mit diesen drei Säulen anschauen, die gleichberechtigt sind, dann kommen wir eben
nicht wirklich weiter. Das war ein politisches Modell, das in der UNO eine sehr schlaue Sache war von der Frau Brundtland. Aber funktionieren tut es eigentlich nur, wenn man das Schalenmodell nimmt, weil man sonst das eine gegen das andere eben kann ausspielen kann. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, am Beispiel von den Lebensmittelkosten, wie wir eine Biolandwirtschaft haben, die jetzt auch nicht sozusagen das Alleinseligmachende ist. Da kann man auch noch weiterentwickeln. Und wenn wir dann Konsumenten-Produzenten-Beziehungen einsetzen, wo der Bauer auch wirklich ein anständiges Entgelt bekommt für das, was er produziert, dann profitieren alle davon. Außer natürlich Migros und Coop und die grossen Transportunternehmen und die lebensmittelverarbeitenden Betriebe. Das haben wir jetzt gerade gehabt. Zu den Strategien, da kommen wir jetzt dann schon langsam richtig Zettel. Das heisst, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung reden, dann müssen wir vieles miteinander anschauen. Und das ist eben die Schwierigkeit. Meistens schaut man einen Sektor an, zum Beispiel die Energie, und sagt, aha, wir müssen weg von Atom, wir müssen weg von fossilen Energien. Und was könnte man da machen? Zum Beispiel die Alpen mit Photovoltaik zupflastern. Wenn man nur die Energie anschaut, würde das funktionieren. Das Dumme ist, man muss das Ganze eben ganzheitlich anschauen und dann kommt man auf ganz andere Betrachtungsweisen, als wenn jeder in seinem Sektor probiert, irgendeine Lösung zu finden. Und das macht das Ganze auch sehr schwierig. Das heisst, wir müssen also mal schauen, was gibt die Umwelt überhaupt her. Also wir müssen den ökologischen Rahmen anschauen. Dann, das ist jetzt eine Frage von jedem Einzelnen. Bis jetzt sind wir einfach von uns ausgegangen und haben gesagt, wir haben Bedürfnisse oder wir haben Bedarf und haben nach Wegen gesucht, wie wir den decken kann. Und jetzt merken wir, wir kommen da irgendwo an Schwierigkeiten an. Also müssen wir eine andere Ethik entwickeln und eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Suffizienz eben beim Essen. Wir essen im Durchschnitt doppelt zu viel oder das Doppelte von dem, was wir brauchen. So, das wäre jetzt auch wieder zu viel gewesen. Das heisst, es würde uns besser tun, wenn wir weniger würden essen, also im Durchschnitt. Ich sage immer, ich beziehe mich da immer auf den Durchschnitt. Betrifft niemand da innen, es soll sich niemand betroffen fühlen. Aber es ist klar, wenn man sich so suffizient verhält, dann ist das auch ökonomisch günstiger. Und je weniger Geld ich muss ausgeben, umso weniger Geld muss ich ja verdienen. So, da komme ich also auch mehr Freiheit über. Ja, ich habe eine kleine Ergänzung, das gilt hier für Kleider, weil ein einziges Stock von 100 Stock, die verkauft werden, hat nachher ein Leben als Secondhand oder als Wiedergebrauchtware oder so. Das andere landet anscheinend im Abfall. Das ist in der letzten Woche der Zeit irgendwie noch in einer Sendung vor. Also in den Medien hört man fast immer nur von Lebensmittelverschwendung. Aber den gleichen Anteil findet ihr in jedem Sektor. Wir tun zum Beispiel in der Schweiz jeden Tag 26 Millionen motorisierte Sitzplätze betreiben. Wir sind aber nur 8 Millionen. Also das kostet uns wahnsinnig viel Geld, oder? Und hat ihre Umweltauswirkungen. 1970 ist noch 70% vom PW-Verkehr, der hier vorbeifährt, ist Arbeits- und Geschäftsverkehr gewesen. Heute ist es nur 30%. Das heisst, die Strassen bauen wir im Wesentlichen für den Freizeitverkehr. Und gut. Effizienz, das kennen wir. Konsistenz ist vielleicht auch ein bisschen weniger bekannt. Darunter verbirgt sich, dass man die ganzen wirtschaftlichen Abläufe soll an die Natur annähern. Das heisst, nicht einfach Rohstoffe nehmen, rausnehmen, verarbeiten, verbrauchen und dann in den Abfall rühren, sondern die Stoffe mal rausnehmen und dann möglichst in einen Kreislauf hier tun, wo man wenig Neues dazu braucht. Das Umweltschutzpapier ist wahrscheinlich etwas Bekanntes.
Dort ist es so, dass wenn ich graues Umweltschutzpapier habe, dann habe ich nur 2% Frischfaseranteil, den ich rein tun muss, und eben nicht 100% wie beim rein weißen Papier. Es gibt aber noch ein paar Knackpunkte. Das eine ist der Rebound-Effekt. Da kann man ein Beispiel zum am Schönauweiher hat es einen Weg, wo hinterher geht zu der Sandbühlstrasse von der Osterstrasse. Dort sind das vorletzte Jahr ist Beleuchtung erneuert worden. Und vorbildlich hat das Tiefbauamt umgestellt von der alten Halogenlampe auf LED. Und sie sind so begeistert gewesen von einer LED-Lampe, dass sie statt vorher hat es dort 8 Leuchten gehabt, jetzt hat es 14. Und wenn man jetzt eine LED braucht, etwa nur 12% von dem, was die anderen gebraucht haben. Also das heisst, wenn sie eine alte haben oder wenn sie eine neue haben, dann braucht ihr nur ein Achtel Energie. Jetzt haben sie aber fast doppelt so viel angestellt. Und das Dumme ist, es geht ja nicht nur um die Betriebsenergie von der Lampe. Es muss ja, die Lampe muss ja auch gemacht werden. Wir brauchen auch Rohstoff, wir brauchen Energie, die muss da nicht transportiert werden. Wir müssen Gräben machen, wir müssen die einbetonieren und so weiter und so fort. Wenn wir das über die Lebenszeit von dieser Lampe anschauen, dann haben wir jetzt den dreifachen Verbrauch im Vergleich zum Modell vorher. Das heisst, Effizienz verleitet immer zu mehr Verbrauch. Das ist eine ganz schwierige Sache. Geplante Obsoleszenz, das ist etwas. Bitte? Eben, das ist, wenn ein Produkt so produziert wird, dass vor der technischen Lebensdauer schon das Ding kaputt geht. Also das ist wie wenn man das Papier perforiert und es dann halt bei einer bestimmten Spannung reisst. Das hat man übrigens schon sehr, sehr früh herausgefunden. 1924 hat es in den USA ein Glühbirnenkartell gegeben, das hat Phoebus geheissen. Und die haben bestimmt, diesmal hat die beste Glühbirne 2000 Stunden gebrannt. Und die haben bestimmt im Kartell, es werden nur Glühbirnen verkauft, die nur 1000 Stunden brennen. Und alle Konkurrenten, die bessere Produkte angeboten haben, die sind alle kaputt gemacht worden. Es ist dann eine Klage eingereicht worden, die ist dann 1942, also 18 Jahre später, entschieden worden. Das Kartell ist formell aufgelöst worden vom Gericht. Wir munkeln aber, dass das Kartell in bestimmten Formen weiterlebt. Wir haben schon festgestellt, beispielsweise bei Kopierer, bei Drucker, dass dort bei den Patronen, dass es dort eine Steuerung hat, wo, wenn die Patrone auch erst 2/3 leer ist, dass dann sofort und es ist natürlich klar, etwas, das langlebig ist, etwas, das repariert werden kann, das ist eine Katastrophe für die Wirtschaft. Oder? Weil da habe ich dann keinen Umsatz mehr, wenn ich einmal etwas habe. Ich habe jetzt nach über 35 Jahren meinen Bergwanderrucksack, der ist jetzt wirklich kaputt verschlissen gewesen, dann müssen wir neu kaufen. Ich bin zum Sportschmied aber und dann hat er gesagt, ich sehe zwar einen treuen, aber einen schlechten Kunden. Weil ich nur alle 30 Jahre irgendwie so etwas kaufe, oder? Das ist klar. Also er hat das im Spass gemeint und sehr freundlich, aber es ist natürlich klar, für seinen Umsatz ist das einfacher, wenn man alle 5 Jahre einen neuen modischen Rucksack kauft.